Real Madrid ist durch einen Sieg gegen den Stadtrivalen Atletico in der Primera División auf den zweiten Tabellenplatz gesprungen. In einem spektakulären Derby Madrileno setzten sich die Königlichen mit 3:1, 2:1 durch und erhöhten damit den Druck auf Spitzenreiter Barcelona. Den ersten Seitenhieb auf den Erzrivalen aus Katalonien führte Kapitän Sergio Ramos aus. Wir sind hergekommen, um zu gewinnen und wollten den Rückstand auf Barça verringern. Das ist uns gelungen, nun muss Barça morgen nachlegen, sagte Ramos im Anschluss an die umkämpfte Partie im Wanda Metropolitano. Ein Spiel, in dem der Realkapitän erneut eine tragende Rolle zuteil wurde. Nachdem Antoine Griezmann den herrlichen Führungstreffer von Casemiro per Seitfallzieher nach nur 9 Minuten egalisiert hatte, war es Ramos, der nach einer diskutablen Elfmeterentscheidung pro Real José Jiménez foulte Vinicius Jr., die Nerven behielt und Real kurz vor der Pause vom Punkt aus auf die Siegerstraße führte. Beinahe wären die Königlichen von eben jener Straße im zweiten Durchgang aber noch einmal abgerutscht, doch der Videobeweis verhinderte das 2:2 der Rui Blancos. Alvaro Morata, der lange Jahre für Real in der Jugend und für die Profis gespielt hatte, pflückte einen langen Ball in Weltklasse-Manier aus der Luft und vollendete anschließend per Lupfer. Beim Zuspiel von José Jiménez befand sich die Leihgabe des FC Chelsea jedoch hauchzart im Abseits. Gareth Bale macht sein 100. Tor für Real Madrid, eine Millimeterentscheidung, aber wohl die richtige. Der VAR hat gut funktioniert und korrekterweise beim Tor auf Abseits entschieden, so wie es sein soll, sagte Ramos, der zuvor im Laufduell gegen Morata das Nachsehen hatte. Es war insgesamt das dritte Mal, dass der Videobeweis in der Partie eingriff. Zuvor wiesen die TV-Bilder beim umstrittenen Elfmeterpfiff vor dem 2:1 der Königlichen eine winzige Berührung zwischen Jiménez und Vinicius Jr. nach. Doch bereits der Ausgleich von Atletico durch Griezmann, 25., sorgte für reichlich Verwirrung. Griezmann hatte einen Steilpass von Angel Correa aufgenommen und Realkeeper Thibaut Courtois schulbuchmäßig getunnelt. Der Videobeweis prüfte eine Abseitsstellung des französischen Nationalspielers, übersah jedoch ein Foulspiel von Correa an Vinicius Jr. bei der Balleroberung. Das nicht gegebene Tor zum Ausgleich rüttelte die Königlichen anschließend wach und der eingewechselte Gareth Bale sorgte nach einem herrlichen Spielzug über 3 Stationen für die Entscheidung. Für Bale, der in Madrid nicht zu den Publikumslieblingen zählt und seinerseits im Sommer schon offen über einen Abschied gesprochen hatte, war es der 100. Pflichtspieltreffer für Real. Solari lobt seine Mannschaft, vielleicht das beste Spiel seit Dezember. Nach dem überzeugenden Sieg sprach Trainer Santiago Solari, der nach dem Stolperstart ins Jahr 2019 mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Ligaspielen massiv in der Kritik stand, von einem kompletten Spiel seiner Mannschaft. Vielleicht war es das beste seit dem Dezember. Durch den 6. Sieg in der Liga in Folge hat Real nun nur noch 5 Punkte Rückstand auf den FC Barcelona. Die Katalanen treten jedoch am Sonntag bei Athletic Bilbao ab 20:45 live auf der ZN an und können den alten Abstand von 8 Punkten auf den Erzrivalen wiederherstellen. La Liga-Tabelle, Real zieht an Atletico vorbei, Platz Teams B. Torediff. 1. FC Barcelona 2260 zu 2.337.502, Real Madrid 2340 zu 2.713.453, Atletico Madrid 2333 zu 1.716.444, FC Sevilla 2236 zu 2.313.365,
1.160, Getafe 2.328 zu 199.356, Betis Sevilla 2.226 zu 260.327, Deportivo Alaves 2.222 zu 27.5328, FC Valencia 2.224 zu 204.309, Real Sociedad 2.227 zu 2.523.010, SD Eibar 2.229 zu 30.12.911, De Levante 2.232 zu 40.082.712, Athletic Bilbao 2.223 zu 28.052.613, CD Leganés 2.222 zu 27.052.614, Real Valladolid 2.319 zu 28.092.615, Espanyol Barcelona 2.325 zu 36.112.616, Celta de Vigo 2.335 zu 39.042.417, Girona 2.223 zu 31.082.418, Rayo Vallecano Madrid 2.326 zu 38.122.419, FC Villarreal 2.323 zu 31.082.020, Hüske 2.221 zu 39.1815.